Bahia Honda State Park. Morgens 7:30 auf den Florida Keys. Es ist Mittwoch, der 13. Februar. Und nach den drei wunderschönen Tagen, die wir hier gehabt haben, ist jetzt tatsächlich das schlechte Wetter so ein bisschen angekommen. Es blitzt schon, es donnert. Zum Glück noch kein Regen jetzt hier. Kommt wahrscheinlich noch. Mal schauen. Ja. Aber alles wackelt, wenn es donnert hier. Oh ja, da war wieder ein Blitz. Mal gucken, wann der Regen losgeht. Ich habe mich jetzt gerade noch ins Auto gerettet, in den Wohnwagen hier. Denn jetzt geht es los. Wahnsinn. Voll der Wolkenbruch. Gerade eben hat es wie wild geplätschert. Und jetzt, eine Sekunde später, fast gar nichts mehr. Es ist so dunkel draußen. Oh, jetzt geht's wieder los. Das Gewitter hat sich ein wenig beruhigt. Die ganze Straße war vorhin mega überflutet, jetzt ist schon ein bisschen abgelaufen. Ich will nochmal zum Büro hinfahren, gucken, ob wir vielleicht doch einen Tag noch verlängern könnten. Mal sehen, was sie sagen. Also ich war jetzt beim Büro, eine andere Dame heute dort, total nett, hat gesagt, ich bin jetzt der Erste auf der Warteliste und dann sagt sie Bescheid, falls sich da was tut. Ansonsten soll ich spätestens um 12:30 nochmal vorbeikommen. Um 1 Uhr sollen wir vom Platz runter sein und dann schauen sie, ob sie was für uns haben oder nicht. Drückt uns die Daumen. Es ist immer noch Mittwoch, der 13. Februar. Wie ihr sehen könnt, wir haben uns einen Wasserplatz ergattert. Ich bin ja zum Büro heute Morgen hingegangen, auf die Warteliste drauf und dann kamen wir hin. Und dann sagte die Frau, ich habe gute Nachrichten. Ich habe 2 Sites für euch. Eine direkt am Wasser für eine Nacht oder eine andere, die ein bisschen enger und kleiner ist. Aber da könnt ihr theoretisch für 10 Tage bleiben. Und wir natürlich, 10 Tage. Aber dann haben wir uns nochmal unseren Plan angeguckt und überlegt hin und her. Wir haben ja morgen einen Platz und wir müssen echt so langsam Richtung Westen, sonst wird die Zeit knapp. Und da gibt es ja auch noch so viel zu sehen. Und wir haben die Zeit hier in den Keys wirklich genossen. Die nächsten Tage soll es auch wieder schönes Wetter werden. Aber wir haben gesagt, vielen Dank, wir nehmen den Wasserplatz für eine Nacht und fahren dann morgen Richtung Naples weiter. Wir haben dann in Everglades noch eine Nacht bei einem State Park und dann von dort Richtung Wildwood wieder, weil die meisten Teile sind ja da und wir müssen das jetzt wirklich machen lassen, denn so langsam wird es knapp für uns. Also schweren Herzens nur noch eine Nacht hier und dann goodbye Bahia Honda. Ja, und was man auch noch dazu sagen muss, das ist echt ein Segen für uns, dass wir noch eine Nacht wenigstens hier bleiben dürfen. Nicht nur, weil wir für morgen oder eher gesagt für heute Nacht keine Campsite hatten, sondern auch wegen dem Wind. Es ist unheimlich windig, also die Wellen, die spritzen da hinten das Wasser hoch, meine Haare fliegen hier schon. Und, hier ist die Kamera, es regnet immer so ein bisschen. Und es ist sehr windig und auf diesen Brücken mit so viel Wind und so einem hohen Hänger, ich glaube, wir sind morgen besser aufgehoben, wenn wir fahren. Deshalb echt gut, dass wir noch eine Nacht bleiben können. Hier nochmal ein schneller Blick aufs Stürmische Meer. Wie ihr sehen könnt. Echt windig. Von einem Tag zum nächsten. Und morgen soll es schon wieder 30 Grad sein. Also heute haben wir knapp 20. Schnell hat sich die Temperatur hier verändert. Monster Baby? Who's Monster Baby? Eli hat jetzt die ganzen Latschen hier vor der Treppe geschmissen. Und willst du an unserem Strand jetzt schwimmen gehen, Eli? Ja! Monster Baby? Würde er gerne, ne? Eli freut sich. Baby. Hast du Jacob ist Monster Baby. Monster Baby coming to town. Nein, Mami, ich halt. Oh, schnell die Tür zu hier. Wir sind ja froh, dass wir hier sein durften jetzt, haben heute Nachmittag an Hausarbeiten gearbeitet und jetzt, bevor es dunkel wird, wollen wir uns noch einmal nach draußen wagen, ein bisschen frische Luft genießen. Es nieselt immer noch.
Gott. Ich so mach. Oh. Passt auf. Es tröpfelt noch ein bisschen. Aber nichts, was so ein Norddeutscher nicht ab kann. Und morgen früh um 10 Uhr, hat Emmy gerade gelesen, ist eine Aktivität. Postkarten vom Paradies. Da wollen wir noch mal zum Nature Center um 10. Ja, habe ich. Ich schließe ab. Eli. You're so funny. Also so leer haben wir das hier noch nicht erlebt. Fünf Autos hier neben uns. Ja, es war voll warm im Wasser. Als wir ins Wasser gegangen sind, es war so warm, weil es überhaupt nicht windig war. Nee, ne? Also jetzt filme ich noch mal eben unser... Oh mein Gott. Und unser, was ich gefunden habe. Was ich gefunden habe. Toll. Ein Rennauto. Ja. Oh. Boah, jetzt so, aber jetzt filme ich den Himmel noch mal. Gib mal her. Es geht. Das sieht hier voll gelb aus auf der Kamera. Auf dem Handy, meine ich. In Wirklichkeit ist das viel roter. Manchmal soll man hier auch Haie sehen. Ja, aber Benni, ich finde nicht, Haie. Gegen, weil das nicht mehr fest ist. Emilie, ich da nicht gegen. Warum? Das sieht so schön aus, vor allem auch mit der Brücke, da muss ich erstmal Fotos machen. Und ganz langsam bewegen. Ja. Ich bin jetzt noch einmal hier schnell hochgerannt, um den Sonnenuntergang von oben zu filmen. Denn her?